Ja, hallo zu diesem Video. Eine kurze Erklärung. Ich habe einen Shredder 9 installiert, habe aber den Rechner nicht neu gestartet. Ich hätte aber nicht gedacht, dass das solche Wirkung hat, wie das in dieser Partie hat. So, und dann wünsche ich viel Spaß beim Video. Ja, hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs und all jene, welche es auch werden wollen. Falls jemand von euch alte Schachprogramme hat, die er nicht mehr benötigt, das wäre super, wenn er mir die schicken könnte. Zum Beispiel Shredder 532 und solche Sachen alles. Ich habe von den alten habe ich nur Fritz 532 und Fritz 6. Also aus der Zeit so. Junior, weiß nicht, was die erste Junior-Version war. Junior 6 oder sowas in der Art. Dass ich die laufen lassen kann. Weil ich glaube, Shredder 9 SE von 2005. Ich glaube, das wird auch schon ja Gemetzel werden hier. Aber wir können ja mal gucken, was das wird. Ich gebe dem The King-Element mal die weißen Steine und hoffe, dass er nicht weiterhin so kreative Open ist. Ich habe jetzt so ein Aegon-Buch genommen. Der haut ja die Klamotten raus. Je seltener, desto besser. Dann kommt er einfach nur scheiße aus der Öffnung raus. Da kann er ruhig mal ein bisschen was Normales spielen. Also nicht so, Hauptsache selten. C4, englische Öffnung, das lass mir noch gefallen hier. Von 2005 ist Shredder 9. Auf einem Pentium 700. 97 MHz um den Dreh rum, 512 MB RAM. F44 Bauernangriff. Läufer E2. Ich hoffe, das ist auch normaler Theoriezug hier, nicht dass er jetzt wieder. Kuriositätenkabinett auspackt. Springer D4 schlägt. Springer A6, weiß nicht, ob er sich die Diagonale nicht blockieren will oder was er zog soll. Läufer E3. Zumindest Entwicklung, solide Entwicklung hier. Ach, das war's. Also. Dann sollte nach F5. So, Shredder ist aus dem Buch. Ich glaube, die erste. Chessbase-Version, Shredder 532. Das war das erste, was er für Chessbase gemacht hat, der Stefan Meyer-Kahlen. Also das ist im Pentium 3 mit 797 MHz XP, also Schachprogramme, die darauf laufen. Ich habe Fritz 532 läuft zum Beispiel nicht. Er startet normal und alles und dann macht er Buchzüge und dann geht es nicht weiter. Der Chessmaster 8000, also der Chessmaster 8000, den ich habe, da läuft auch nicht. Das stimmt. Wegen Probleme und dann ist das Ding, wird dann kann man noch den Problembericht an Microsoft senden. Hurra, hurra. Das war's dann auch. Dann wird das Programm abgeschaltet. Läufer E2 F3. Hast du einen Sack voll Sorgen? Das glaube ich nicht. Läufer D7. Warum jetzt? Ich habe jetzt damit gerechnet, dass jetzt der Knallerzug um die Ecke kommt. Hier zack und los geht's. Wo soll denn der Sack voller Sorgen sein? Was war das denn jetzt hier? Königsindisch 4 Bauernangriff. E78. Plus 1,15. Wo ist denn der Sack voller Sorgen hier? Und warum macht er jetzt E5 statt erstmal wegzurochieren? Minus 0,34, Tiefe 1 von 7. Er zeigt jetzt aber nicht an hier. Er schreibt ja auch Königsindisch 4 Bauern Variante. So Knoten ein bisschen, sowas zeigt er gar nicht an hier. Tiefe 1 von 7. Ist das Schachwissen auch dementsprechend höher, dass er in der Suchtiefe nicht tiefer kommt? Okay. Ich muss ja, wenn er gezogen hat, muss ich mal gucken, ob ich da nicht irgendwie ein anderes Fenster öffnen kann. Minus 0,62. Zumindest schreibt er seine Sprüche und spielt sie nicht die Dauer so flöße, indem man das dauernd vorsingt. Ich weiß nicht, ob E5 nicht dann auf Dauer schwach wird. Ich dachte eher, Shredder 9 wäre es recht sinnlos, das machen zu lassen.
Also ist ja noch nicht entschieden hier. Minus 0,22. Ha. Tiefe 2,6, Tiefe 3,10. Hm. 2005. Meine Güte, ist das lange her, dass ich mir den geholt habe. Vielleicht mal das Bild drehen. Ich will sehen, was ich filme. Ja, da ist er. Shredder 9. In der Originalversion der Serie Weltmeister. Ja, da lässt sich jetzt Zeit. Tiefe 6,18. Er hat hier 1,09. Wenn das funktioniert, vielleicht könnte ich ja sogar hier Junior 10 machen. Von Junior habe ich ja auch noch. Hm. Tiefe 7,26. Ein Knoten die Sekunde. Das kann es aber nicht sein. Das muss schon mehr sein. Also da eben. Ich habe vorher Komet spielen lassen. Ach, Fritz 532, die haben alle so 186 Knoten gehabt. Da sehe ich nur einen Knoten. 120 Knoten steht da auch bei der Variante. 160 Knoten. Da war schon immer Angst, da wäre eingefroren. Dass da nichts mehr kommt. Da zeigt doch noch die Varianten an. 192 MB Shredder 9. Ha. Also auch schon lange den Rechner. Danach kam der Pentium 4. Dann kam der Quad-Core. Jetzt der Rechner, den ich jetzt hier habe. Den Quad-Core hatte ich schon von 2000. Wann war es 2014 oder wann ich mir den geholt habe? Da war ich schon gebraucht und general überholt. Musste nur eine andere Grafikkarte reinmachen, da ging da eigentlich eine lange Zeit, aber heutzutage würde auch nicht mehr gehen. Oder wenn einer von euch ein Pentium 233, meinetwegen 233 MHz oder sowas, Pentium 2, mit Schachprogrammen dabei, das würde auch nicht schlecht sein. Hm. Also allmählich sollte man einen Zug machen. Wäre gar nicht mal so ungeil, wenn er mich was ziehen würde. Warum zieht er nicht? Also die Züge vorher hat er auch schon gemacht. Habe ich auch schon erlebt bei Fritz 532. Bei der Original-CD. Da hat er seine Buchzüge gemacht und hat dann keine Züge mehr gemacht. Er zeigt nur noch Varianten an. Also wo ist das Problem, seinen Zug rauszuhauen? Ich kann dank super winziger Schrift auch nicht lesen hier, was das für Systemvoraussetzungen sind. Wer soll das denn lesen können? Augenpulver pur. Springer H5, er macht tatsächlich noch einen Zug. Ist ja voller Wahnsinn. Warum geht da nicht Läuferschicht H5? Plus 1,24. Ich hatte gedacht, das wäre irgendwie sinnfrei. Da muss ich quasi das Smartphone herholen und das vergrößern hier. Das kann ja auch nicht so wahnsinnig viel sein. 0,64. So, The King rechnet noch. Springer E2. Okay, warum auch nicht? Ich dachte, Läufer H5 schlägt. Dann Bauer H5, Dame H5. Plus 1,13. E5 schlägt. Zumindest ist es ja eine offene Angelegenheit hier. Ich dachte wirklich, dann hätte es das gar keinen Sinn. Fritz 532 hat er gewonnen. Und jetzt ist Shredder 9 plus minus 1,63. Vielleicht muss doch mal den Arsch erheben ans Smartphone. Forza. Der braucht ganz schön lange für seine Züge.
Soll ich mal Kamera machen, dann mal ein Foto davon schießen hier in Vergrößerungsmodus. Pentium PC 233, 64 MB RAM. Also das ist doch hier alles weniger, was er benötigt. Das ist ein Pentium 3. Er schreibt hier Pentium 2, 233 MHz. Ja gut, Minimalvoraussetzung. Vielleicht im Schneckentempo-Modus. Plus 1,31, G4. Shredder 9. Ich wollte schon gucken, ob ich irgendwie Junior 6 oder sowas habe. G4. Ja, Problem ist ein bisschen alles immer noch in der Mitte. Das könnte zu einem Problem werden. Minus 0,74, also plus minus, also weiß steht. Weiß müsste eigentlich besser stehen. Das zeigt ja nichts an. Das zeigt teilweise nicht mal Varianten an. Tiefe 1,1. Also wenn Pentium 233 MHz Minimalvoraussetzung ist, warum sollte dann Pentium 3 mit 800 MHz zu langsam sein? Das wäre totaler Quatsch. Also auf der Packung steht drauf, steht ja auch drauf, hier Sonderedition 2005. Mit über 2 Stunden Video Schachtraining. Vielleicht sollte ich mir das mal ansehen. Er lässt ja auch ganz schön Zeit. Und was dieses Dauerfestplattengeratter sein soll, würde ich auch mal gerne wissen. Bin ich froh, dass man neuer Rechner eine SSD drin hat. Dieses Dauergeknatter kannst du ja gar nicht antun. Könnte man eigentlich rein theoretisch hier eine SSD reinmachen? So, Springer F4. DE5 schlägt. Oh, komisch, hat er nicht gesehen, dass der Springer weg war? Shredder 9 SE. Ah, dass sie damals so geknattert haben, die Festplatten. Die SSD, die hörst du ja gar nicht. Das ist ja das, womit die neuen Konsolen beworben haben. Mann! Er rechnet noch mit der SSD-Geschwindigkeit. Es ist natürlich wirklich sehr schnell, diese SSDs. Jetzt kommt die PlayStation 4 Pro soll jetzt rauskommen, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt so wahnsinnig besser ist, dass man die jetzt unbedingt haben muss. Ich glaube, dieses Antesten der neuen Spielekonsolen ohne Laufwerk, das irgendwie hat das wohl nicht funktioniert. Weil es gibt ja diese von der Xbox als auch von der PlayStation gibt es eine Version ohne Laufwerk. Aber der Nachteil ist einfach, du musst dir die Spiele aus dem Store dann runterladen. Also die können die Preise diktieren. Das ist so der Nachteil. Du kannst nicht irgendwie in den Laden reingehen und quasi ja, das Spiel, was sie haben, ist quasi günstig schießen, dann ist das im Preis reduziert oder sowas. Das geht ja alles nicht. Ja gut, bei Xbox, man, aber willst du das wirklich haben? Dann hat man die Spiele so lange, wie man das Abo hat von diesem Dienst. Und wenn man den Abo-Dienst nicht mehr hat, dann hast du die Spiele alle nicht mehr. Andererseits die ganzen Regalleichen, die ich habe, die spiele ich doch eh nicht mehr. Ich wollte ja mal verkaufen, die ganzen PlayStation 4 Spiele. Das ist ja schon einige Zeit hier. Wir sind erstmal bei Zug Nummer 14. Da hat er schon nur noch 14 Minuten von seinen 25. Könnt mir was zu trinken, statt hier den Dauerkröcher zu mimen. Muss der Lipp wohl seinen Arsch erheben. Und da hat er aber lange für gebraucht. Springer D3. Wolf A4. Da irgendwie ein Easy-Modus drin oder sowas? Kann das sein? Obwohl, D3 hängt jetzt auch mit Schach. Also der Springer hängt ja auch. Oh Mann. Aber ich dachte, das hätte weniger Sinn, das zu machen. Wenn jetzt schon hier Komet 18, obwohl, von wann ist Komet 18? Ich weiß es gar nicht. Das war ja bei Fritz 11 dabei.
zumindest hat er nicht so eine seltene Krempelklamotte hier ausgepackt. Das ist aber schön super selten, das spiele ich jetzt mal. Dame, die drei schlägt. Plus 3,82 für Weiß. 4,30. Ja, ich wüsste nichts von dem Easy Mode, den ich drin hatte. Da sollte man es auch mal kontrollieren. Läufer C5 schlägt. Ja, ich muss mal nachgucken, ob er nicht doch irgendwie einen Easy Mode drin hat. Irgendwas stimmt hier nicht. Wie lange er braucht, bis er mal das anzeigt hier? Da zeigt momentan gar nichts an. Bei Variante oder irgendwas. Jetzt zeigt er erst was an. Die Dame, die anschlägt. Jetzt zwei Figuren mehr oder sehe ich das verkehrt? Also wenn eine Dame die 1 schlägt, macht, dann mache ich hier 1-0. Er zeigt die plus 4,07 an. Dann muss ich das mal nachsehen, was hier los ist. Jetzt, wenn er während er am Zug ist, will ich es ungern machen. Damit C4 schlägt. Okay. Läufer A7. Ach, zieh doch nicht sofort. Ich muss mal kurz nachgucken, ob hier irgendwas hier los ist. Extras, Analyse, Training, Optionen. Oh, Notation, Partie. Was haben wir da? Das ist alles nur Zugangabe und so ein Zeugs. Sprache, Zwischenablage, Table versus Multimedia. Table versus hat er auch schon. Engine, Extras. Ich weiß es nicht. Er macht auf jeden Fall Turm AC1 hier. Also ich sehe nirgendwo so eine Art Easy Mode oder irgendwas in der Art. Ich dachte schon, er wäre auf Easy Mode geschaltet. Vor allem, er zeigt ja momentan immer noch nichts an. Bis er überhaupt eine Variante anzeigt. Meine Fresse. Turm C5 schlägt. Hä? Turm C5, Turm C4. Ich glaube, dann breche ich auch ab hier. Minus 6,34. Das heißt 4,33 plus. Ich muss mal nachgucken, was da so läuft hier. Also, dass Schredder 9 so untergeht, das kommt mir irgendwie komisch vor. Tiefe 1 von 4. Da stimmt doch was nicht. Warum 1 von 4? Ein Viertel? Dame A2 schlägt. Warum kommt die Festplatte aus dem Knattern nicht mal raus? Warum greift ihr überhaupt so exorbitant oft auf die Festplatte zu? Das kommt mir auch so komisch vor. Man speichert die Variante nicht auf Festplatte oder was? Auch wie lange er braucht für die Züge. Tiefe 2 von 8, 3 von 11. Keine Ahnung, was das wäre zu heißen, warum er 3 von 8 und dann hier unten steht in der Variante 2 von 8, 3 von 11. Keine Ahnung. Hier steht 01 von 10. Komm, man braucht auch so lange für seine Züge. Das finde ich so komisch. Hacke jetzt mal ein Telefon zu, so vielen Liebhaut wieder Wasser getrunken. Kamera wird nicht mal benötigt. Gibt es Engine-Parameter? Schreddermarkt, Engine verwalten, bla bla bla. Was steht da? Ach, scheiß auf Pressekonferenz, interessiert mich nicht. Wahrscheinlich noch scheiß Fußball. Design, Buchoption, Hardware verbinden, Digitalbrett, Training, Analyse, anpassen.
Optionen, das will ich hier nur Design, also die Optik und das Ohr, Notation, Sprache, Partie. Da ist so aufgeben normal und sowas alles. Also irgendwie mit einem Easy Mode ist hier nicht. Training, Multimedia. Man weiß es nicht. Läufer E3. Ich kann mir jetzt nicht Turm AD8 kommen, wie der Turm C8 schlägt. Plus 4,22. Ganz komisch. Also ich wüsste nicht, dass man bei Shredder eine Art Easy Mode eingeben kann. Oder ist das wirklich so, verbraucht er so viele Ressourcen Shredder, dass das... Was ist dann erstmal mit einem Pentium 2 233 MHz? Und was soll dieses Dauergeknatter von der Festplatte? Also ich finde keine Option diesbezüglich, das ist das Problem. Dass er im Dauertakt die Festplatte am Bearbeiten. Was haben wir denn überhaupt noch für Optionen hier? Partie ist nichts. Einfügen, bla bla bla, Ansicht, bearbeiten, Datei, Partie. Ich versuche rauszufinden, ob da irgendwie ein Easy-Modus oder irgendwas in der Art hier doch eingeschaltet ist, aber das ist es ja nicht hier. Ah, das ist alles nur Design und sowas, Fenster. Dame B3. Da kommt dann das große Wunder. Was ist denn mit Turm D3 jetzt? Turm D3. Turm C3. Okay. Er zeigt doch gar nichts an hier als Variante. Das finde ich schon so komisch. Die ganzen Fenster sind leer. Das dauert Ewigkeiten, bis er mal was anzeigt. Ha. Werdet ihr doch neu installieren, neu starten machen müssen. Dass man für jeden Furz bei Windows XP neu starten machen muss. Für jeden Mist ist Neustart. Dame E2 Schach. Okay. Über so eine Variante in Betracht zu ziehen, Dame E2. Was droht denn so geil ist, dass man Dame E2 Schach ziehen muss? An dieser Stelle dreht er völlig durch. Ganz komisch. Das kommt irgendwie. Da muss ich doch Neustart machen. Man muss dann das. Haben wir jeden Scheiß, das kenne ich heutzutage vom PC gar nicht, für jeden Scheiß, den du neu drauf machst, Neustart. Damit C4. Droht denn da was Geiles? Er tut so, als müsste er Mathe-Sachen verhindern. Also damit C4, das machst du doch nur, wenn irgendwie Mathe-Sachen drohen. Es droht Mathe in, was weiß ich, 3, 4, 5, um aus dem Mann hinauszögern. Ansonsten machst du solche Züge doch gar nicht. Ha. Da braucht wieder 100 Jahre bis an Zug. Ich muss, glaube ich, doch Neustart machen. Ich dachte, ich käme drum rum um den Neustart, aber geht wohl nicht. Der Neustart ist wohl unbedingt erforderlich. Oder die Engine mit Fritz 11 verwenden. Das kannst du ja nicht sagen. Dame D3. Du bist zumindest besser als... Warum sollen die Züge? Dame E2 Schach und Dame D3. Jetzt heißt wieder Dame D3, hat er wieder Dame D3 Tor. Gut, Dame D3 geht ja noch, aber Dame C4. B6. Ha. Der spielt auch sehr langsam. Ich glaube, ich würge jetzt auch ab. Ich mache User-Entscheid 1:0. Und ja, was soll ich sagen? Und mach mal den Neustart des Rechners. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.